frisch eingraviert ist. Dicken Applaus für alle aus der AK-55. So, wir machen dann jetzt gleich weiter mit der AK-200. Und zwar geht es in der AK-200 jetzt mit den Mannschaften der Frauen weiter. Wenn wir noch weitermachen dürfen, sieht nicht so aus. Dürfen wir nicht weitermachen? Nein, nein, nein. Aber zu laut war nur unser Kollege. Bin nur ich zu laut, oder? Das sind die, die zu laut sind, oder? Das ist insgesamt zu laut. Müssen wir dicht machen? Ja, also Sie möchten eine Ansage machen. Na, ich bin gespannt. Mir wird immer das Mikro weggenommen. Ja, schönen guten Abend. Können wir ganz kurz mal, können Sie bitte lassen, wir haben Recht am eigenen Bild. Lassen Sie bitte. Können wir ganz kurz mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Denn womöglich, wahrscheinlich müssen wir leider an diese Stelle, ich sage Sie so, wie es ist, wir müssen womöglich, wahrscheinlich an diese Stelle die Veranstaltung für Sie abbrechen. Ja, Klaus, sag die Leute einfach, was hier Sache ist. Ja, tut uns leid, dass wir Ihre Spaßveranstaltung womöglich an dieser Stelle abbrechen müssen, aber hier liegt eine Lärmbelästigung vor. Aus diesem Objekt dringt im erheblichen Maße hier Lautstärke nach außerhalb. Bitte. Eine recht aufmerksame Bürgerin aus der Nachbarschaft hat sich bereits beschwert, dass es zu laut ist. Diese Frau möchte verständlicherweise sehr gerne anonym bleiben. Frau Erika Schmitz, Hammerskirt, Platz 4, zweite OG links, ist die mit dem kleinen Dackel. Hat gesagt, wenn hier nicht unverzüglich Ruhe einkehrt, ist der Abend für Sie gelaufen. Das ist die Wahrheit, was mein Kollege gerade versucht, Sie mitzuteilen. Aber wir wissen natürlich schließlich, Sie haben sich jetzt ein Leben lang auf so einen Abend hier gefreut. Und da wollen wir unserem Namen alle Ehre machen. Da wollen wir natürlich sehr gern Ihr Freund und Helfer sein. Ja, ja. Ich persönlich wäre jetzt vielleicht sogar ganz gern Ihr Freund. Nee, ist ja Quatsch, Klaus. Nee, passen Sie auf, aber die Wahrheit ist, wir sind Ihre letzte Chance. Ja, eine 50-köpfige Alarmhundertschaft steht bereits direkt vor das Objekt hier, um dieses zu räumen. Ja, aber nun, wir kommen mal zum Ernst der Lage zurück. Sie kennen das selber, wenn Ihr Nachbar bei Sie zu Hause richtig Remi-Demi macht, dann sagen Sie am Anfang noch, okay, ist ein bisschen laut, das geht alles noch. Irgendwann sagen Sie, jetzt bekomme ich aber starke Kopfschmerzen. Und das ist genau der Kasus Knackus, wo Sie sagen, hier Kopfschmerzen, gleich Körperverletzung, gleich Straftat. Haben Sie verstanden? Hat hier keiner verstanden. Keiner. Wir nehmen mal diesen netten jungen Herrn hier. Sie, ja? Wie ist Ihr Name bitte? Olaf. Olaf. Können wir mal für Herrn Olaf einen kräftigen Applaus bitte? Einen kräftigen Applaus. Herr Olaf, wir nehmen mal an, Sie hatten heute Stress mit Ihrem Chef. Ja? Und in einem cholerischen Anfall haut er Ihnen eine volle Maulschelle runter. Was passiert? Sie bekommen womöglich starke Kopfschmerzen, machen eine Anzeige wegen Körperverletzung, das hat gleich eine Ruhestörung. Ja, nur Klaus, wir waren jetzt unrealistisch. Guck dir mal Herrn Olaf an, so wie Sie aussehen, Sie haben ja keinen Chef, was? Sie sind mehr so Harz. Ja, viele können Herrn Olaf nicht sehen. Er trägt jetzt hier Kleidung, die wir nicht mal zur Wagenpflege nehmen würden. Nicht? Herr Olaf, das ist Ihre Sache. Wir brauchen Realität und dann nehmen wir Sie. Ja, Sie sind und... Ja, wie ist Ihr Name bitte? Thorsten. Thorsten. Können wir für Herrn Thorsten auch einen kräftigen Applaus? Oh. Herr Olaf, er hat seine Fans bei, ja? Er schwimmt wahrscheinlich... Nee, er schwimmt besser. Er schwimmt oben, ja? Obwohl Sie so schlank sind, wie ein Aal, quengeln Sie sich dadurch. Nee, Herr Olaf, wir nehmen an, Sie sind jetzt Boxer. Ja, und in einem Weltmeisterschaftskampf beißt Ihnen der andere Boxer ein Ohr ab. Was passiert? Sie bekommen womöglich starke Kopfschmerzen, machen eine Anzeige wegen Körperverletzung, das ist das gleiche wie eine Ruhestörung. Ja, wir waren wieder unrealistisch. Gucken dir an hier den Herrn Thorsten, so wie Sie aussehen, Sie sind kein Boxer. Sie sind so ein Kampfrichter-Typ, sag ich mal.
maximal Seiltänzer jetzt. Ja, nee, nee. Wir brauchen Realität. Wir kommen mal hier rüber. Sie haben gedacht, Sie kommen so davon, aber jetzt nehmen wir mal Sie. Genau hier. Gibt es hier keinen Applaus? Wie ist Ihr Name? Dieter. Wie? Dieter. Dieter, dafür können Sie nicht. Egal. Also Herr Dieter, Sie sind, ich sag mal so, von Ihrem Aussehen reden wir mal nicht. Sagen wir einfach mal Schwamm drüber, Sie müssen ja irgendwie hier mit reingekommen sein. Ja, also, Sie kommen in eine Horde jugendlicher Ausländer. Nee, Quatsch, wir wollen hier überhaupt nicht ausländerfeindlich sein. Sie kommen in eine Horde jugendlicher Glatzköpfe. Diese sind wiederum bekleidet mit Bomberjacke und Springerstiefeln, aber Sie, Herr Dieter, sind gerade zufällig Ausländer. Einer dieser Glatzen nimmt seinen Baseballer und schlägt Sie die Kauleiste raus. Was passiert? Sie bekommen womöglich starke Kopfschmerzen, machen eine Anzeige wegen Körperverletzung, sofern das mit ausgeschlagenem Unterkiefer überhaupt möglich ist. Das ist das gleiche wie eine Ruhestörung. Also Klaus, ich glaube, jetzt haben Sie zu weit begriffen. Voller Stolz möchte ich Sie an dieser Stelle eröffnen, dass mein Kollege Klaus und auch meine Wenigkeit einen 12-wöchigen Lehrgang bei uns an die Polizeischule Berlin Buch absolviert hat. Und seit dieser Zeit haben wir praktisch beide eine Art Pegelmesser-Lautstärke-Messgerät direkt in unser Ohrgehörgang hier oben rein irritiert. Wir haben es voll drin, irrigiert. Intrigiert, was wisst ihr nicht, ja? Ja, wir sind seit etwa 2,5 Jahren bei der Berliner Polizei in der sogenannten Neigungsgruppe SM. Also Schauspiel und Musik. Und da haben wir die Fertigkeit erworben, ja, danke. Und da haben wir die Fertigkeit erworben, eine Lärmpegelmessung am Tatort vornehmen zu können. Das werden wir ebenfalls auch tun. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich den Lärmpegel messen. Und je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, heißt es für Sie hopp oder top. Ja, dazu haben wir jetzt eine kleine Fernbedienung dabei. Wir spielen jetzt etwas Musikreihen. Ja, mit die Fernbedienung. Sie sind bitte ganz genauso ein lautstarkes Publikum, wie wir eben reingekommen. Wir sehen dann hier auf die Skala, ob es ausschlägt oder nichts. Und dann können wir sagen, ob Sie hier bleiben können oder müssen vielleicht leider doch zu Hause. Nicht? So, Klaus, du kümmerst dich bitte spontan um das Mikrofon und dann werden wir sehen, was hier Sache ist. Nicht? Ich denke mal, wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Ich sag einfach mal und bitte. When the moon hits your eye like a big pizza pie and some water. When the world seems to shine like you had too much wine at some order. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing me to Bella. Also, Klaus, das war jetzt hier übrigens eben gerade gar nichts. Der Pegel schlägt hier nicht aus. Und ich muss dir auch mal ganz ehrlich sagen, unter uns wie Gebetsschwestern jetzt mal, von die gesangliche Qualität, mein lieber Freund, ich für meinen Teil könnte schon wieder hier hinkotzen. Nee, ganz ehrlich, der Applaus hier zum Schluss, das war mehr oder weniger Mitleid, Klaus. Hier schlägt nichts aus. Du weißt es aber selber, du musst die tiefen Töne treffen. Du musst tief rein, dann kommen die oben raus. Du musst tief sein, Klaus, tief. Machen wir gleich nochmal. Und bitte. Tief. Here I am, waiting for this moment to last. Living on the music so fine, born on the wind, making it Also, ein leichter Pegelausschlag ist zu vermerken. Das wollen Sie nicht wirklich sehen. Sie hätten selten so viel Elend gesehen. Ja? Uns würden Sie ins Wasser zurückziehen. Ihnen nicht, aber da träumen Sie 3 Wochen lang von Riesenschlangen. Oh, Entschuldigung, Klaus, Entschuldigung. Ja, das ist...
Also der Pegel hat hier, also hier vorne war schon sehr gut ausgeschlagen. Insgesamt war noch sehr verhalten, aber das liegt weniger daran, dass weniger jetzt hier der tieffrequente Bereich zu Kopfschmerzen führt, was die Frau Schmitz bemängelt. Wir sehen das Problem im oberen Frequenzspektrum und das ist mehr so deins. Ist mehr meins. Wir machen mal was Hohes. Ja, machen wir was Hohes. Und bitte. Oh, Hollywood rushing, but I can't help falling in love with you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ja, leichte Ambitionen sind zu erkennen. Aber ich finde, gerade da oben ist die Stimmung noch immer so Richtung Schluckimpfung. Ja, ja. Wer weiß, was die geschluckt haben. Nee, Quatsch. Nee, ja, ich sage mal so, vielleicht, ich sage mal, sind wir mit der Musik insgesamt etwas zu anspruchsvoll für diese Menschen. Es sind ja schließlich keine Kollegen, Klaus. Wir müssen vielleicht mit das Niveau etwas weiter runter. Nee, wir müssen für Sie was spielen, was Sie alle kennen von früher noch. Ich sage mal aus dem Kindergarten oder aus dem Knast vielleicht. Wir kennen Sie ja nicht. Wir stecken jetzt nicht drin in Sie. Ja? Wir spielen Sie was von früher, auch für die Kleineren von Sie. Und dann werden wir mal sehen. Was von früher, Klaus, ist wieder deins. Und bitte. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, dumme Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 du zieh uns von dir. Also wie gesagt, hier vorne sehr gut, da hinten immer noch traurig, aber für die Menschen müssen wir musikalisch noch weiter runter. Wie sagst du immer so gerne? In den musikalischen Souterrain. Und ich sage mal so, wir schmeißen Sie jetzt mal ein Wort hin, was Sie alle kennen, auch Sie da oben, dann kommen Sie. Gibt ja leider immer noch Menschen, die können ja nicht kommen, Klaus. Wir machen das mal. Mach mal los. Bitte. So, jetzt mal alle die Hände ineinander klappen, guck mal. Ich tu alles für dich. Denn ich liebe nur dich und alle. Michaela. Ah. Und mit dir ganz alleine möchte ich nur glücklich sein. Nochmal alle. Michaela. Aha. Diese Zeit ist so schön. Wir zwei uns verstehen. Michaela. Aha. Du bist mein Sonnenschein. Mich nie mehr allein, Michaela. Ha, ha, ha. So, jetzt muss ich leider ein ernstes Wort an Sie alle richten. Es war wesentlich stimmungsvoller, als wir ins Objekt eingedrungen sind. Wenn Sie jetzt hier weiterhin wichtige Polizeiarbeit blockieren wollen, dann können wir auch ganz anders. Ja, Klaus, es ist ja so, wie ich dir oftmals sage, es ist oftmals stimmungsvoller, bevor man eingedrungen ist jetzt, ja? Ja, der dauert, bis er bei Sie ist. Nicht? Nee, Quatsch. Nein. Aber wir haben extra für solche Härtefälle wie Sie einen Song komponiert, ja? Mit dem Titel I am a Policeman, ja? Heißt jetzt translated, übersetzt, for the not English spoken persons here tonight. Lachen Sie bitte nicht, ich hatte meinen Englischkurs bei Traveling with Deutsche Bahn. Ja. Für Sie übersetzt heißt es, ich bin ein Polizeimann, ihr auch. Ja. Und immer wenn wir jetzt gleich hier vorne singen. I'm a policeman. Haben Sie mir jetzt ja nicht zugetraut. Ja? Ich auch nicht. Nee. Aber wenn wir so kommen, kommen Sie bitte mit einem kräftigen, aber auch zackigen. Oh, auch ihr da oben, die schon wieder denken,
schon wieder scheiß Mitmachnummer. Ja? Ihr macht jetzt nicht nur von euch haben wir noch gar nicht geredet. Wenn euch das zu schwer ist, wir hätten auch Text. Nee, kriegen Sie hin. Ihr kriegt auch hin. Wir probieren hier nochmal die Seite. Wir wollen mal alle 50.000 auf der Seite hier hören. Nur ihr jetzt mal. Brutal. Ist übrigens meine Seite hier. Achso, ist deine Seite. Du stehst da drüben. Ja. Die schlagen wir. Ihr jetzt. Ein bisschen lauter. Komm mal. Auch nicht schlecht. Wir machen das mal. Na, warte mal, ich möchte noch einmal. Ich kann ja nie genug kriegen. Jetzt all together before we break together. All together now, alle zusammen. Könnte werden. Könnte was werden. Na gut, ihr habt so gewollt. Und bitte. So, wieder die Hände. Coming to you on a dusty road. Good loving, I got a track load. Oh, ain't you gay? You've got something. Cause don't worry, when I'm coming, I'm the policeman. Come on! I'm a policeman. I'm a policeman. Policeman. But what I got the hard way. Oh, make it better each and every day. I was educated, a good stack. But doctor loving mama, I just can't stop. Yeah, like it. I'm a deal of the gay man. I'm a deal of the gay man. Polizeiobermeister Schrummig. Was? Frau Schmidt. Sie wollen jetzt eine Anzeige machen gegen die Künstler, die das Mikrofon noch in die Hand halten, ja. Was? Jetzt ist es in jedem Fall Körperverletzung. Und Sie betonen den Akkusativ, in jedem Fall. Nee, ist ja richtig, Frau Schmitz, wir haben die Täter bereits festgestellt. Es handelt sich hierbei um zwei ganz passable Burschen. Ja, was soll ich Sie jetzt sagen, Frau Schmitz? Am besten, wir kommen mit den Täter mal zu Sie rüber. Ja, also, wie gesagt, wir müssen aus das Objekt hier erst wieder raus, aber dann kommen wir auf direkten Wege mit Sie zu Sie. Ja. Ja, Frau Schmitz, ja. Ja. Wie gesagt, wir kommen zu Sie. Lehnen Sie sich einen Augenblick zurück. Wir küssen bis dahin Ihre oberen Extremitäten. Danke und tschüss. Naja, vielleicht hat der Frau Schmitz noch einen Song Zeit. Wir haben da sowas noch, vielleicht gefällt es euch, ja? Wir kriegen in letzter Zeit so wenig Liebe ab. Wir beide. Und deshalb wollten wir euch fragen... Stopp. Also das kann auch besser. Dieses Bedauern muss doch mal jetzt hier im Kollektiv sozusagen einmal auf drei. Eins, zwei, drei... Dankeschön. Denn wir sind ja heute partiell, aber auch temporär für euch zuständig in diesem signifikanten Fall hier, nicht? Und wir versuchen das hier zu verifizieren, beziehungsweise zu spezifizieren und dezidieren. Und wir werden das versuchen, mit die Frau Schmitz in Ordnung zu bringen, dass es hier nicht zu nebulös wird oder diamantral für sie entgegengesetzt steht, bevor es hier zu einem Konglomerat von Imponderabilien kommt. Aber vielleicht haben wir noch einen Song Zeit und da wollten wir euch fragen, do you love me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around.
But now I'm back, baby, to show you I can really shake him down. Heal up, man. I can really move. Heal up, man. I'm in a groove. Heal up, man. Do you love me now that I can dance? Jetzt könnt ihr hochkommen mit mir. Aufstehen, komm, 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 komm. Hier auf. Work, work now, work it out, baby. Work. What? What? You're driving me crazy! What? What? Well, a little bit of soul now. Bow, 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 bow. I can mash potato. The mashed potato. Well, I can do that twist. I can do the twist. Oh, the funky, funky chicken. The funky, funky chicken. Well, you like it like this. Do you like it like this? Tell me! Schade, schon vorbei. Work, work now, work it out, baby. Work, 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 you drive me crazy. Work, work, shake it up now. Work. Do you love me? 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 Bow, 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 bow. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ihr wart ein Hammer. Dankeschön. Vielen Dank. Macht's gut. Spektakulär. Vielen Dank. Die Comedywache. Dicken Applaus für die Comedywache. Unglaublich. Ich hab's wirklich geglaubt und mich hat auch ein kleiner Junge eben gerade angesprochen, ob es wirklich die Polizei war. Ja, natürlich war es die Polizei. So, fällt ein bisschen schwer, wieder zum Tagesgeschäft überzugehen, aber wir müssen es tun, denn wir haben ja noch einige Siegerehrungen vor uns. Martin stößt auch wieder zu uns und wir...